So, du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Du kommst da nicht ran. Das heißt, dann kommst du hier hin. Hier hin. Krass, mein Bomber ist stärker als mein Jäger hier. Das gibt mir echt schon oft manchmal zu denken. 010, ja, der kann dem immer noch Deckung geben. Da will ich echt nichts riskieren. Kann noch einer von euch schießen? Na, ging doch. Okay, komm mal runter. Verteidigung 3. Wenn ich immer nur Verteidigungszeiten kriege, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Krieger zur Front, hier Panther. Was sollte denn das jetzt? Hier. Okay, die ziehen wir schon mal jetzt nach hier. Okay. Nächste Runde, die... Ja, der müsste noch weg, oder? Ja, der und der, wie viel Schuss hast du noch? Das könnte man auch nachher noch machen. Ja, wir lassen die erstmal tanken gleich. Das hat sie jetzt vollgebracht. Artillerie ist eigentlich egal, weil die kann eh nichts machen.
Ist klar. Ist klar. Startklar. So, das hätten wir. Die Pack hier. Mal aufpassen. So, erstmal Munition. Du auch. Dann. Kann der Gradfahrer dann gleich machen. Ja, lass ihn da rein. Wir lassen ihn da rein. Das geht wunderbar. So, ist die Luftwaffe gleich wieder fit. Natürlich killt er ihn. Okay. Das hier war ja zu erwarten. So. Bewegung. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut, dass der Bewegung kriegt. Sicht 30 Wegs. Das ist eigentlich ein guter Held, wenn man es mal wirklich holt, ne? Weil er hat Bewegung 3 jetzt. Ja, das ist kein schlechter Hit, kann man sagen. So. Gehen wir den Tiger hier rein oder machen wir dann das? Tiger in Bewegung, hier Panther. Und machen das so. Gehen dann. Na, machen wir es mit dir hier, ist auch okay. Wobei. Machen wir das so. Hier hin. So, auf wen gehen wir? Auf ihn.
So, das sind Artillerie. Was ist das hier? Artillerie, ja. Das ist interessant. Das kann er da hinten landen. Das juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht die Bohne. So, wir gehen nach hier. Dann schicken wir erstmal nach vorne. So, passt. Wir müssen noch ja, bis hierhin das erobern und dann haben wir das, den zweiten Abschnitt. Traut sich nicht in mein Gebiet. Alter Schwede, was kommt denn da? Puff. Okay, so. Erstmal Thema hier Luftwaffe. Hier hin. Das war nicht das, was ich wollte, erhofft hatte. Der kommt nicht ran. Ah, das ist einfach. Ja, komm. Ja, selbst von dem kriegst du einen ab. Wahnsinn. Hätte ich auch können auf den anderen gehen. Hier drauf. Dann, was ist das hier? Oh, eine schwere Infanterieklasse. Also ein Panzer da in das Gebiet ungern. Lass ihn da rein. So, dann haben wir euch. Startklar. Ja, wenn, dann sieht er halt das eigentlich, ne? Ja, die Infanterie decken. Die Entlastung. Jetzt sollten wir eigentlich hier auch anfangen, oder? Ja. Panzer in Bewegung! Wow. Wow. Heftig. Tiger bereit. Ah, so die Artillerie. Kann ich alles decken, geht nicht. Okay, wie sieht's denn hier aus? Ja. Den können wir erstmal langsam
nehmen, weil langsam muss dem ja mal die Luft ausgehen, oder? 10. Das war gut. Ja, ist hier keine Flak mehr? Ach, die sind alle da hinten. Sehr gut. Ja, die Darflak hat jetzt ein bisschen weniger gemacht, aber naja, ist halt so. Startklar. Ah, schade, kommt er nicht hin. Okay, ja, das hier ist schon krass. So, dann erstmal hier. So, Munition. Dann, ja. Auch ja. Okay, gut. Sehr schön. Ja. Das hier ist krass. Ich denke, da kann man mal mit der Luftwaffe ein bisschen was machen. Weil jetzt sollte jetzt mal langsam da hinten Ruhe sein. Ja, danke. Denkst du, jetzt kommt die nächste Armada. Ja, Wahnsinn. Du Scheiße. Okay, wie gesagt, der kann nichts erobern. Das ist halt... Ja, super. Okay, Luftwaffe. Startklar. Nein, 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 nein.
Startklar. Ja, haben wir jetzt mal Ruhe, oder? Ach, hier habe ich, hab ich auch noch einen Jäger. Psst. Hier drauf. Ja, das ganze Gebiet werden wir nicht mehr kriegen. Das wird wohl nicht mehr drin sein. Munition. Ja, du brauchst auch Munition. Okay, wir haben die Kontrolle über das Gebiet. Ja. Könnten wir jetzt... Ja. Aber dass da jetzt nicht noch was kommt. Weil ich habe den jetzt ungedeckt gelassen. Aber guck mal, was hier kommt. Ja, lass ihn kommen. Der wird böse sein bei dem Laufen. Was hat der für Bewegung? Dicht 2, Bewegung 2. Also der sieht, worauf er zuläuft. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, der weiß, was er tut. Vielleicht kriegen wir es doch hin, wer weiß. Der wird der nächsten Runde eh nicht mehr einsatzbereit sein. Munition weg.
Wow. Okay. Startklar. Okay, na gut, das Gebiet habe ich jetzt nicht. Aber. Ich muss gucken, was da noch ist. Er hat ihn gesehen und gekillt. Er hat irgendwas gegen meine Pioniere. So, jetzt muss ich gucken. Du bist Rudel. Na, es ist bewölkt. Okay, wir kriegen den nicht mehr ganz weg. Das war. Hier kann er aber auch nichts machen. Yep. Komm schon. So. Jedes bisschen Prestige hole ich mit auf jeden Fall. Kontrolle darüber. Nee. Ja. Jetzt alle? Irgendwie vermisse ich was. Ah, der ist da unten, okay. Gut, okay. Ja, das Flakgeschütze, das muss. Das ist noch gar keine Erfahrung, die es geholt, oder? Oder? Doch, es muss eingekillt. Doch. Ein, zwei Kills hat es, glaube ich, oder so gemacht, oder drei. Ne, ich glaube, die hat sogar ein Flugzeug schon gekillt, gell? Ist das schon ein Flugzeug? Ne, du hast nur Schaden zugefügt. Gekillt hast du ihn noch nicht. Okay. So, wunderbar. Das war ja. Hier war auch nicht mehr viel, ne? Ich sag ja, wenn das hier mit so ein, zwei Fallschirmjägern dort noch unterstützt, kannst du das Video da holen. Aber hier haben wir wirklich alles. Jo, passt. Ja, das Nervigste war hier einfach die Luftwaffe, ne? Die Schiffe waren halt auch, aber die kannte ich nicht ausschauen, aber die Luftwaffe war ja wirklich penetrant. Der hat nur einen Flugzeugträger und hat so viele Flugzeuge die ganze Zeit gehabt. Ah ne, zwei hier, den hat er noch, ne? Und die hat er voll gemacht bis oben hin. Okay. So, immer muss ich den letzten Zug machen, weil ich sonst mir das nicht abspeichert. Ich verstehe es nicht. Ist super nervig, okay, aber egal. So, sie haben auf beeindruckende Art dafür gesorgt, dass dieser erste Schritt der Invasion für unseren Gegner ein großer Fehltritt wurde. General, wenn wir uns jedoch die ungeheure Zahl der Invasionstruppen anschauen, auf die sie gestoßen sind, ist es offensichtlich, dass es sich dabei wohl um den größten Angriff handelt, den es jemals gegeben hat.
So verlockend es auch sein mag, den Feind jetzt bereits mit einem Gegenangriff ins Meer zurückzudrängen, müssen wir uns eingestehen, dass solch ein Unterfangen sinnlos wäre. Ziehen Sie Ihre Truppen von den Küsten zurück, während wir passende Antworten auf diese Invasionen planen. Historisch gesehen war die Landung der Normandie, bekannt unter dem Namen Operation Overlord oder auch D-Day, die größte Seeoperation aller Zeiten. Sie war der Startschuss für die Rückkehr der Alliierten nach Westeuropa. Ja, Leute, das war's von der Schlacht um D-Day. Beziehungsweise der Schlacht, am Overlord und wie man es halt auch immer wieder nennen mag. Okay, das war's aber von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, und dann werden wir... Und ciao.